Jo, wir sind wieder bei Super Mario Sunshine. Beim letzten Mal haben wir Lido Sirena größtenteils abgeschlossen. Und nun wollen wir uns an Bayer Paradiso weiter erfreuen. Wir wollen uns nämlich ein paar rote Münzen angeln. Volker, ich weiß, jetzt weiß ich es. Was weiß ich jetzt? Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist. Logo, die Antwort, du musst auf den Grund des Meeres. Dich ist es momentan nicht möglich. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, ole. Mit dem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Bewege dich mit dem Dreck weg und hole die roten Münzen. Aber übertreibe es nicht. Geht dir die Luft aus. Schnapp dir die anderen Münzen, um Luft aufzufüllen. Kann es losgehen. So, wir dürfen jetzt auf eine etwas andere Art und Weise rote Münzen sammeln. So, wir können jetzt quasi einfach mal hier mit, ja, mit dem Dreck weg einfach mal so quasi eine Wasserdüse hier haben. Ja, eine Wasserdüse. Das ist ja was ganz Neues, dass es eine Wasserdüse ist. Zumindest haben wir unendlich Wasser. What the... Was ist da gerade geschehen? Ich wollte nur die Münzen holen. Hä? Kann ich hier nicht die Münzen einfach holen? Oder was ist das hier? Okay, da war also anscheinend irgendwie so eine kleine Strömung nach oben. So. Da vorne haben wir noch eine. Jetzt müssen wir mal schauen. Haben wir noch was? Ah, da. Ich hänge so ein bisschen fest hier. Holla. Was war das denn? So, eine fehlt noch. Sollen wir nochmal suchen. Naja, Fische, geh weg. Hey! Ein schönes Level, finde ich. Diese schöne Unterwassersteuerung. Das ist mal eine schöne Unterwassersteuerung sogar. Ja. Dass es das mal geben kann. Moment, Moment. Da ist doch ein... Nee, da ist keine blaue Münze. Ich dachte, in dem Schwarm von den blauen Fischen wäre eine blaue Münze drin. Also gegen die Unterwassersteuerung habe ich noch nicht mal was. Wenn ich mir diese Insignie irgendwann mal schnappen könnte. Geht doch. Das war eine coole Unterwassersteuerung sogar. Und an sich ein cooles Level. Ich glaube, wir dürfen jetzt als nächstes einen Boss mit der Steuerung besiegen. So, in Piazza Delfino ist immer noch alles in Ordnung. Und wir gucken wieder hoch. Vom Klempner zum Zahnarzt. So, das lassen wir, glaube ich, wieder zum Wasserfall da hoch. Mario, du begibst ihn auf den Grund des Meeres. Opsi wartet auf dich. Trage dies. Sei deine Abkürzung direkt zu Opsi. Okay. Wenn du sagst. Spart viel Zeit, glaube ich. So, direkt weiter hoch. Hier werden wir auf jeden Fall auch noch viel Spaß haben in der Welt. Hier gibt es auch einige böse Level. Was mal darüber. Oder darüber feuern, besser gesagt. Was zum Teufel? Okay, ich frag nicht. Erdbeben. Random Erdbeben und so. Ja, wahrscheinlich nicht random. Ich habe wahrscheinlich wieder eine von diesen Symbolen da an der Seite erwischt, die. Ja. Die. Oh ja, jetzt kann ich mich daran festhalten. Die diese Löcher in die Wand machen. Komm jetzt. Ja, und natürlich bleibe ich genau in dieser kleinen Kante hängen. Ach, jetzt kann ich da dran. Moment. So. Hallo, Opsi.
Schiff bereits zur Seite. Schmutz kommt von einem Riesenaal. Er ist aus unserem Vorfahren am Gut des Meeres und dort lässt dort gefährliche Hohlräume entstehen. Siehst du mal an. Ja, da ist eine blaue Münze. Komm ich denn da dran? Der entgockte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinein. Zum Bund des, und putze die Zähne des Aals. Das ist ein Schmerz und er kehrt nach Hause zurück. Auf, sammle Münz und tauch. Sammle Mut. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier genug blaue genug Münzen, um zu überleben. Und ein Standbild. So, wir tauchen jetzt hier langsam runter und denken uns, hör, hier ist doch gar nichts. Dum, 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 dum. Aber die Musik sagt, dass hier was ist. Ah, okay, genau, auf diese Blasen dürfen wir... Sollten wir am besten nicht... Diese Blasen sollten wir am besten nicht berühren. Ich sammle erstmal schon mal schnell ein paar Münzen. Ein bisschen Schaden haben wir ja schon bekommen, quasi. Okay, ich kann ja auch feuern. So, einmal ganz unten. Das so? Habe ich gerade einen Zaun sauber gemacht? Okay. Wir werden von Kariesbakterien angegriffen. Ja, Leute. Immer schön die Zähne putzen. Sonst werdet ihr auch irgendwann von Kariesbakterien angegriffen. Ach ja, nicht rein, weil... Der saugt einen gerne ein. So, Moment, erstmal heilen wir uns hier so ein bisschen. Was macht das überhaupt sauber, wenn ich einfach so über ihn herfliege? Ja doch, das macht die Zähne sauber. Zahnarzt. Dr. Mario. Im Einsatz. Heilen wir uns erstmal nochmal. Moment, die sind näher dran. So, welcher Zahn fehlt denn noch? Der da. Oh, da vorne ist ein ganz böser. Jetzt dreht er sich auch noch. Und am besten nicht zu beißen lassen. Moment, können wir erstmal wieder Heilung holen. So. Wieder noch und weiter. Am besten, ich drehe mich entgegengesetzt zu ihm. So. Der ist sauber. Na komm. Wird das sauber gemacht? Autsch, 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 autsch. Okay, heilen gehen, heilen gehen. Hier hinten waren noch zwei Münzen. Wollen wir noch mehr Münzen? Ah, jetzt geht er wieder runter. Da haben wir noch ein paar Münzen. So, jetzt sind wir erstmal wieder voll. Dr. Mario kann weitermachen. Wenn ich mal oben ankomme. So, der ist sauber. Ich nehme meine andere Richtung. Wenn er sich in die Richtung drehen möchte. Uiuiui. Knapp, knapp, knapp. Geh doch nicht nach unten.
Komm hoch. Hallo? Kommen Sie mal hoch. Jetzt kommt er hoch. Nee. Er dreht sich noch wie verrückt. Jetzt kommt er hoch. Dafür bin ich gerade wieder runtergehe, um mir Heilung zu holen. So, holen wir das mal hier wieder ein bisschen Heilung. Und ab nach oben. So, da haben wir wieder einen sauber gemacht. Und noch den da. Na komm. Ja, in eine andere Richtung. Zumindest haben wir seinen Goldzahn sauber gemacht. Ja, alle mit Goldzähnen. Wieso auch nicht? So. Na komm. Oh. Meine Energie. Huch. Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hallo. Der Arzt ist da. Komm mal hoch. Mach dein Mündlein auf. Immer schön zum Zahnarzt gehen. Dann hat man diese Probleme nicht. Immer schön die Zähne putzen natürlich auch. So. Da hinten ist der letzte Zahn. Na komm. Wow, 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 wow. Ich glaube, wir wollen hier erstmal kurz raus. So. Komm, viel fehlt da nicht mehr. Ist fast sauber. Will ich hier trotzdem nochmal heilen. Ja, denk daran, die Regel ist, die Zähne zu putzen. Heilen? Da. Was? Sind wir da geschadet? Och, wie süß. Er hat ein paar Herzchen hinterlassen. So, dann... Wollte schon sagen, ich die Energie nicht mehr runter. Fliegen wir langsam zu den Insignien runter. Und nehmen sie uns mit. Yahoo! Yahoo! Passiert immer noch nichts. Also wohl eher bei 80. So. Gehen wir zurück zu Palmaton Surf Sprint. Oder Sprint. Eher Sprint. Und mal zum Hof gehen und gucken, was er möchte. Und immerhin ist das Wasser jetzt wieder komplett sauber. Eine blaue Mütze gesehen. So, Palmaton. Hey, hallo, du Schelm. Ich bin Palmaton. Ja, genau, der bin ich. Ich fahre dich jetzt zum Rennen heraus. Bis zu dieser Fahne. Okay. Ein Rennen bis zur Zielflagge. Die beste Zeit liegt bei 40 Sekunden aufwärts. Fertig, los. Na komm. Ich frage mich gerade, kann man nicht einfach so wirklich perfekt schon dahin schwimmen? Und man ist schon da? Ja. Hätte man sogar noch besser machen können. Ich habe mich teilweise ein bisschen doof angestellt und so, aber ja. Na? Pah, du bist flink, wie ein Fisch. Du bist doch nicht langsamer dran, du für dich hielt. Wir sehen uns wieder. Halt auch schon noch mehr. Das war schon fast schwer. Ehrlich. Fast. Fast schon ein bisschen. So, bekommen wir denn nur als eine Aufgabe?
Hier passiert immer noch nichts. Alles noch friedlich. Und direkt wieder hoch. Das Geheimnis der Muschel. Okay. Die Mission lassen wir jetzt. Ich suche jetzt nach der ersten Geheimmission. Und die ist, wenn ich mich nicht irre, ein Goldvogel. Das muss ich nochmal gucken. Wo war denn noch irgendwo oben? Ich kann noch ein bisschen suchen. Ich meine, da wo wir damals den in der zweiten Mission den Octorok besiegt haben. Und wo war das nochmal? War das da oben? Ich könnte sich einfach die zweite Mission nehmen. Komme ich eher dahin. Von daher. Weil das Geheimnis der Muschel, wir wissen, es ist eine. Ja, Jump'n'Run Stage. Die wird doch so ein bisschen was abverlangen. Ja. Na ja, komm. Nehmen wir Bezwinger der Labyrinthruine. Hier ist auch noch schön alles schmutzig. Naja, schön. Aber hier ist auch noch alles schmutzig. Au! Dummer Fisch. So. Ne, Moment. Die Seite da war richtig. Und hier hoch. Und hier hoch. Ah, ich erinnere mich. Die Viecher, die mich runtergehauen haben. So. Werden einfach ignoriert. So, wir kürzen einfach mal so ein bisschen ab. Indem wir einfach hier rumgehen. Die blauen Münzen kann ich ja noch ein anderes Mal holen. So. Na komm. Geht doch. Ob ich einen noch gezogen bekomme. So. Weg mit dir. Und. Schade. So. Guck, guck. Eigentlich will ich dich nicht töten, aber du bist mir gerade so ein bisschen im Weg. Vielleicht nur einen Goldvogel suchen. Aber du lässt mich ja nicht. Das ist alles seine eigene Schuld. Na komm, hau zu. Oder auch nicht. So. Und weg. Vor allem wurde mir noch gesagt, ich hätte hier irgendwo eine blaue Münze vergessen. Die können wir direkt auch nochmal mitholen. Ach, Mann. Autsch. Was für ein Sprung war das eigentlich, was ich gerade gemacht habe die ganze Zeit? Oh. Den kenne ich ja noch gar nicht. Oh. Ja, man, immer wieder was Neues hier. Nein, 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 nein. Mach nicht sowas. So. Einfach rausziehen. Uiuiui. Ich hoffe mal, der ist irgendwo hier, der Goldvogel. Wer doof, wenn ich. Hätte ich das hier alles umsonst gemacht.
Hätte ich das arme Teil hier nochmal umsonst gequält. So, Scumbag. Upsala. Scumbag Mario quält einfach irgendwelche Monster. So, mach mal zu. Ah, geht doch. So. Ja? Danke. So. Und tschüss. So, machen wir erstmal ein bisschen sauber. So. War irgendwo da oben? Vögelchen? Ist da was? Nee, da ist nichts. Ich guck mal auf den Baum. Meine, dass der hier war. Ne, Moment. Da hinten. Ist da noch eine Klippe? Hm, da hinten war der. Wo komme ich denn da hin? Ja. Na gut. Zumindest weiß ich jetzt, wo er ist. So, und irgendwo hier soll ich eine blaue Münze vergessen haben. Echt? Wo denn? Kann ich Vasen anspritzen? Ah! Danke dafür. Also, dann geben die anderen auch was. Die andere große vielleicht? Nee. Kann ich eigentlich wieder raus, einfach? Ja, kann ich. Das ist gut. So, jetzt möchte ich nämlich mal gucken, ob ich einfach mal da links hoch kann. Das können wir ja nochmal in diesem Part noch ein bisschen schauen. Kann ich da irgendwie hoch? Aha. Okay. Komme ich hier raus? Moment. Oh, was ist noch das? Nichts. Ja, komm, fall runter. Aber nicht so weit runter. Gut. Nein, 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 nein. Schon eher. Ich hab Vogel gehört. Vogel? Da. Ich sehe dich. Meine Geheiminsignie. Komm her. Das war ein Treffer bisher. Was? Dann bist du schon wieder vorbeigeflogen. Ich sollte sie besser nicht irgendwie über der Luft treffen oder so. Wer weiß, wo die dann hinfällt. Jawohl! Ja, okay. Sie wäre sowieso hierher gekommen. Haben wir die geheimen Signe ja doch bekommen. Und noch eine blaue Münze. Perfekt. Ich hab zwar nochmal umsonst einen kleinen armen Octorok, Blooper, weiß nicht was, gequält, aber
Gut. Passiert. Aber gut, das war's dann erstmal mit Super Mario Sunshine. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.